Wir reden hier ja immer mal wieder über Verschwörungstheorien und eine, die neuerdings ganz vorne mit dabei ist, wird von den sogenannten Flacherdlern verbreitet. Menschen, die tatsächlich der festen Überzeugung sind, dass die Erde nicht rund, sondern flach ist. Ein Eisring darum umschlösse die Ozeane und vielleicht ist über dieser Erdscheibe sogar auch noch eine Glaskuppel. Oh Mann, ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle Facts zum Thema, was genau steckt hinter dieser wilden Verschwörungstheorie und wie kann man sie auch einfach widerlegen. Herzlich willkommen bei Klicks und Science Fiction. Oh Mann, wenn ich das schon höre. Ja, erst war ich auch skeptisch, aber dann habe ich ganz viele YouTube-Videos gesehen. Mensch, hier auf YouTube gibt es so viel Fehlinfos und Falschinformationen. Nur weil irgendjemand irgendetwas behauptet, ist es noch lange nicht wahr. Und nur weil der Horizont für unser Auge nicht gekrümmt erscheint, ist die Erde noch lange nicht flach. Es funktioniert einfach nicht. Es ist unmöglich. Wenn man im Netz den Begriff Flat Earth eingibt, findet man unzählige Videos, Blogbeiträge oder Forumdiskussionen. Es gibt Facebook-Gruppen mit den Namen Flache Erde, Wissensgemeinschaft oder flache Erde gegen Global Heads. Die nämlich an einer runden Erde festhalten, werden als Globusköpfe bezeichnet. Dort heißt es dann, Zitat, unsere Erde ist flach und stationär, sie rotiert nicht und ist definitiv keine Kugel, wie man uns von klein auf erzählt hat. Wir kennen die unzähligen und nachvollziehbaren Fakten und Beweise der flachen Erde und die Gründe der Globuslüge, die seit fast 500 Jahren aufrechterhalten wird. Die flache Gestalt der Erde setze kreative Gestaltung und intelligente Schöpfung voraus, was den Menschen aber extra verheimlicht und vorenthalten würde. Ja, und die intelligente Schöpfung hat dann mal eben die Naturgesetze außer Kraft gesetzt, oder was? Auch wenn sich die Anhänger dieser Überzeugung inhaltlich nicht immer ganz einig sind, sie alle sind der festen Überzeugung, Verschwörer wollen das Wissen um die wahre Erdform verheimlichen. Ihr Beweis für die flache Erde, der Blick aus dem Flugzeug, denn dabei ist die Krümmung der Erde ja gar nicht sichtbar. Im Netz werden Bilder von einem Himmel, der natürlich flach erscheint, als Beweis für ihre Theorie diskutiert und über NASA-Bilder spekuliert, die eine runde Erde zeigen und deswegen ja wohl ganz klar gefälscht seien. Skepsis gegenüber allem. Alle, wirklich alle Hinweise auf eine runde Erde werden umgedeutet oder einfach gleich unglaubwürdig gemacht. Dagegen wird jede Kleinigkeit, die man als Hinweis auf einen flachen Horizont deuten könnte, direkt als sicherer Beweis gesehen. So wie es von allen Verschwörungstheorien ja bekannt ist. Dagegen steht der Astronom Galileo Galilei, der Anfang des 17. Jahrhunderts gezeigt hatte, dass die Erde eben nicht das Zentrum des Universums ist. Schon Nikolaus Kopernikus meinte das. 1992 hat dann auch die Kirche Galilei rehabilitiert, denn sie hatte damals seine Lehren verboten. Dieses Weltbild können wir heute live von den Bordkameras der internationalen Raumstation ISS anschauen oder wenn die Falcon Heavy startet oder. Und wie Elon Musk letztlich fragte, warum gibt es eigentlich keine Flachmarsianer? Und trotzdem sehen das die Flacherdler nicht und berufen sich auf den britischen Schriftsteller Samuel Rowe Botham. Er hatte 1881 ein Buch namens Synthetic Astronomy, Earth Not a Globe veröffentlicht. Seine Frau führte diese Weltanschauung fort und gründete nach Rowe Bothams Tod eine erste Society. Die erste Gesellschaft der flachen Erde wurde 1956 gegründet und existiert noch heute. Sie zählt etwa 550 Mitglieder. Wie schon gesagt, inhaltlich sind sich die Anhänger dieser Verschwörungstheorie nicht immer einig. Einige glauben an eine endlose Scheibe, die sich nach oben bewegt. Wieder andere stellen sich einen tiefen Untergrund der Erdscheibe vor. Alle Flatler, wie die Anhänger dieser Verschwörungstheorie auch genannt werden, gehen aber vom ewigen Eis der Antarktis aus, das den Rand der Erdfläche umgibt. Das Zentrum der Nordpol. Und genau das ist in ihrer Vorstellung eben auch der Grund, warum das Wasser von der Erde nicht ins Leere fällt. In dem Sinne die große Frage, wie kann diese Verschwörungstheorie konkret widerlegt werden? In der Wissenschaft geht man ja nach dem sogenannten Sparsamkeitsprinzip vor. Deswegen gilt, die beste Erklärung ist oft die einfachste. Auf die Flacherdler angewandt, also stellt man sich automatisch so einige Fragen. Wie genau kommen die unzähligen Bilder zustande, unzählige, die eindeutig beweisen, dass die Erde rund ist? So viel kann man gar nicht auf einmal fälschen. Warum gehen genau auch davon weltweit Milliarden Menschen aus? Warum sollten wir alle hintergangen werden und warum ist dies noch nicht aufgefallen? Wie passt es zusammen, dass alle anderen Planeten kugelförmig sind, nur die Erde soll es nicht sein? Warum sind gerade das Zentrum und der Rand, also Arktis und Antarktis, kalt?
Tja, Fragen über Fragen und da wird es dann ziemlich kompliziert und genau hier geraten die Flacherdler ins Stocken oder aber müssen ewig weit ausholen. Das wird dann so kompliziert und überhaupt nicht mehr einfach. Ich frage mich zum Beispiel, wie sie erklären wollen, wie es bei einer flachen Erde Tag und Nacht geben kann, Zeitzonen und so weiter. Oh Mann, anstatt ganz einfach zu sagen, okay, die Erde ist eine Kugel und nicht flach. Das ist nämlich ziemlich simpel und einfach. Also, falls ihr keine Videos mehr von Klicksum verpassen wollt, dann edit, also ich werde kein Video mehr zur flachen Erde machen. Also, andere Themen, dann edit hier meine WhatsApp-Nummer. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Und zur Begrüßung gibt es ein kleines Goodie. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der, genau, Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit auch dafür draufklicken, Kopf einschalten bei Verschwörungstheorien. Das hilft nämlich. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.